Höfisch war damals das wichtigste Wort des Adels. Höfisch sollte die Gesinnung sein. Höfisch war man in der Liebe, in allen Lebenslagen, auch im Kampf. In Frankreich gab es neben der Courtoisie, der Höfischkeit, noch mehr Begriffe, um die Rittertugenden zu beschreiben. Prunesse, die Tapferkeit. Loyauté, die Vasallentreue. Und Largesse, die Freigebigkeit. Ideale, denen nur wenige gerecht werden konnten. Immer mehr und heftigere Fehden wurden ausgefochten. Es gab keine unabhängigen Gerichte und das Faustrecht erlaubte jedem Ritter die Selbsthilfe mit Waffengewalt. Das Raubrittertum erlebte seine Blütezeit und das Deutsche Reich zerfiel in immer kleinere Stücke. Aber noch eine andere Gefahr lauerte im Verborgenen. Die Geißel Gottes. Der schwarze Tod. Pest- und Pockenepidemien rafften zur Mitte des 14. Jahrhunderts einen Großteil der Bevölkerung Europas dahin. In 3 Jahren sollen ihnen 25 Millionen zum Opfer gefallen sein. Unvorstellbare Angst und Panik überwältigte die Menschen. Es konnte jeden treffen. Ebenfalls um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurden die ersten Pulvermühlen in Augsburg und Spandau gegründet. Das Schießpulver trat seinen Siegeszug an. Eine ganz andere Art der Kriegsführung wurde nötig. Die Zeit der Ritter in schweren Rüstungen neigte sich ihrem Ende zu. Die Sehnsucht nach heldenhaften Tugenden jedoch blieb erhalten. Nach Mut, Ausdauer, Geschicklichkeit und Kraft. Wie Siegfried sie im Spielfilm Die Nibelungen zeigt. In der Ritterromantik des 19. Jahrhunderts steckt viel sehnsuchtsvolles Schwärmen von einer alten Zeit, wo alles noch gut, schön und edel war. Ritterlich eben. Der Bayernkönig Ludwig II. Konnte sich zwar den Traum einer idealisierten Gralsburg erfüllen, den Gral, das Sehnsuchtsziel jedes Ritters zu finden, blieb ihm jedoch versagt. Der Gral, jener wundersame Kelch voll Zauberkraft, nach dem auch die Helden des Mittelalters suchten und der jedem Ritter, der würdig genug ist, ihn in Händen zu halten, ewige Glückseligkeit verspricht. Wir danken dem Bayerischen Nationalmuseum in München. Wir danken auch der Kurburg im Finchgau, der Rosenburg bei Riedenburg
und den Kaltenberger Ritterspielen.